Alles in Ordnung? Ja, ich glaube, der will nicht mit uns reden. Können wir jetzt mit ihm reden? Ah, hallo. Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als Sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Ah, gut. Letztens bin ich schon draufgekommen. Wir haben 23% durchgespielt. Also seit jetzt, wo wir angefangen haben. Das heute jetzt ist 23% weit gewesen. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Ist der tot? Wann ist der gestorben? So, ich nehme das mal mit. Ausgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Sess, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Ich glaube, ich weiß ganz genau, wo. Aber ja, das... So, haben wir einen neuen Charakter? Das habe ich ganz geguckt. Ich glaube es ja beinahe nicht. Nee. Naja, habt ihr Glück gehabt, ne? Sonst hätte ich etwas vor. Das heißt, Hunger? Großen Hunger. So, den töten. Es sind nur 3 Gegner, sollte ich hinkriegen. Ein Upgrade kann ich auch noch mitnehmen. Ja, genau. Nach einer reichen 5-fachen Kombo statt einer 8-Kombo kann ich jetzt Moves einsetzen. Das will ich auf jeden Fall haben. Das ist... Ich glaube, also jetzt kann ich ja die Moves, dann kann ich die Moves öfter einsetzen und kann damit noch besser agieren als sonst. So, verbessert während einer Combo den Battering, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Das finde ich ganz cool auch. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir das einmal. Es ist die Fledermaus! Hallo! So, ausgeschaltet. Und das war's auch für dich. Dass die immer so schreien müssen, ist ein Wahnsinn. So. Geh keinen anderen Weg. Hier ist alles zu. Hier muss ich rein, ne? Aber hier ist alles zu. Draußen wäre natürlich noch was gewesen. Alter, ich kann mal fast nicht aufrecht gehen. Das ist ja der Batman. Muss da 2 Meter sein, oder was? Kann ich mir beinahe nicht vorstellen. So, hier kann ich auch rein. Ich gucke mich aber trotzdem hier um. Weil der Riddler ja gern Sachen versteckt. Deswegen könnte hier eine Trophäe sein. Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Ja, Junge, so schnell bin ich nicht. So, ist ein Spiegel? Das sieht geil aus, naja. Schalten wir das mal ab. Dieser Lichteffekt ist immer so ein Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, das tut teilweise in den Augen, wenn man es umschaltet. Ach so. Ach du Scheiße. Alter, was ist los mit euch? Gut, dass ich da nicht rein kann, ne? Okay. Ich weiß ja nicht. Alter, es sind viele Gegner, verdammt viele Gegner. Ich guck mich hier mal um. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. So, zerstören 5 Joker-Szene. So, da kann ich nur mit Ventech rein. Und gut, nehme ich das schon mit. Ausgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies.
Menschen, Victor? Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst die Töte? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich? Und Sie, Miss Cassidy? Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du Dann das? Dann setzen Sie sich auf Ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sir. Ach du Scheiße, das klingt sehr, sehr nach einem Stalker, ne? Also, Stalker. Ja, nach einem Stalker, ja. Nett, der Junge ist echt verrückt. Muss ich schon zustimmen, ja. Ich kann hier nie ganz rein. Ich weiß, dass es irgendwann diese Vein-Technologie gibt zum Öffnen von den Dingen, aber jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Sieht gut aus, ja. Geh hier lang, okay. Alle Jungs. Alter, die kommen sich ja alle noch raus. Die kommen alle noch raus, da wette ich. Gut, ich würde sagen, wir laufen weiter. Hier ist was. Ich schätze mal eine Trophäe vom Riddler. Ja. Weiter kann ich da eh nicht. Nö. Okay. Lass mich durch, dass ich da durch kann, obwohl der Joker das alles besitzt, verstehe ich nicht. Poison Ivy. Halt, halt! Batman, bitte! Du musst mein Baby helfen! Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Bleib, wo du bist. Es fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. So, wir können uns jetzt Poison Ivy angucken. Ah, hübsches Mädel, ne? So, seit die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines misslungenen Experiments zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mit Hilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihren Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Ja, wahrscheinlich durch die Maske, ne? Ja, Pamela? Lillian Isley, Berufsverbrecherin, bla bla bla. Ja. Ja, gut, wenn ich so eine Fähigkeit hätte, ja. Besessen vom Gedanken, die Menschheit auszurotzen, um den Pflanzen den Weg zu ebnen, ja? Ist vielleicht die falsche Richtung, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Also, nicht schlecht, ne? Irgendwas für die Natur zu tun. Aber so ist vielleicht auch die falsche Richtung, nicht? Ja, die kommt sicher noch frei, da wette ich. Warum auch nicht? Jetzt sind wir anscheinend in einem Hochsicherheitstrakt oder irgend sowas. Ja, da oben ist er gefesselt. Ist da jemand? Ah, ja. Hilfe! Das riecht ja nach einer monströsen Falle, ne? Wer ist denn das eigentlich? Ich bin hier oben! Wer bist denn du? Richtig? Hilfe! Er hat irgendwas hinter der Hand, also in der Hand, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Man sieht sie ja nicht, ne? Helft mir! Ja, die Geräusche, was er macht, sind nicht so nett. Es ist ja eine monströse, also da, eine schlimmere Falle gibt's ja gar nicht, ne? Ich bin hier oben! Da ist auch wer gefangen. Der Cash, sehe ich gerade. Hilfe! Hallo?
Hilfe! Hallo? Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Komm schon, Mann. Bring mich hier raus. Bitte, ist da jemand? Grundsätzlich kann ich's nicht, aber ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, dem Cash vertraue ich irgendwie nicht. Ich bin hier oben! Ja, ich weiß nicht, den vertraue ich einfach nicht. Warum auch? Ich, schwer zu sagen, aber irgendwie, da ging mit, der hat sich sofort bereit erklärt, mit Dr. Quinn, also mit Dr. nicht Quinn, mit Dr. Wie heißt sie, Young zu gehen. Also mitzugehen, ich weiß nicht, also ich traue dem Typen einfach nicht. Harley! Sie müssen mir helfen! Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Das fühlt sich so viel besser an. Eieiei. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Es war mir klar. Es war so klar. Das sind die total Wahnsinnigen, will ich jetzt mal behaupten. Worauf wartest du? Schneid mich los! Ach so. Ja, gerne. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Dankeschön. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Kryptografischer Sequenzer. Benutze Ultraschallfrequenz, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Sicherheitsprotokoll werden mit einem 512-Bit Dechiffrierungscode geknackt. Okay. Ach, sorry, dass ich immer... Immer einen Ausweg. Immer. Ach, sorry, dass ich immer so aufschnupfe, aber ich habe keine Ahnung, Allergie oder so gegen irgendwas. So, benutzen. Woran? Ah, hier. Hier schätze ich mal, ne? Ah ja, jetzt haben wir das Teil endlich, ne? So, Frequenz einstellen. Ui! Geht auf zwei Arten anscheinend. So. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Do not approach. Okay, das ist... Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Kann ich den rausholen? Ich weiß gar nicht. Ich probiere es mal. Keine Ahnung, was passiert. Okay, geht sowieso nicht. Naja. Gut, ich gehe mal hier hoch. Hier war nämlich was. Ah, nee. Die war nicht hier, die war drüben. Richtig. Ach, jetzt ist Poison Ivy auch frei, das hat mir gerade noch gefehlt. Hallo? Ich weiß nicht, der Typ ist irgendwie verrückt. So, Frequenz einstellen. Das geht leicht, ne? Das ist ziemlich easy. Na, soll ich dich rausholen? Nee, lieber nicht. Du machst eine Intensivbehandlung extrem, okay. Ja, mach auf den Scheiß. Ich pack irgendwas raus. Batarang. Ja, toll, ne? The Green Mile. Ich muss zugeben, war ein ganz, also war ein richtig guter Film. Muss ich sagen. Der haltet ja gar nichts aus. Aber schnell ist er, ne? Schnell sind die. Alter Schwede, so. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich gleich rund gehen, ne? Überraschung. Hallo?
Ja, Schätzchen. Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Die Harley Quinn ist schon Wahnsinn, ne? Jetzt ist es da. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Okay.